ganz, immer ganz der Klassiker. Ja, ich habe ihnen vergeben, meinen Eltern, und damit ist das jetzt gut. So einfach kommt ihr mir nicht vom Schiff, ja. Guten Morgen aus der Obersteiermark. Ich bin heute nicht ganz alleine hier. Ich zeige euch das mal kurz. Jetzt, wo ich die Kamera aufgebaut habe, habe ich kurz Besuch bekommen. Lotta, unser Schmusekater, kam dazu. Zapp, hat sich mit auf die Bank hier gesetzt und kriegt jetzt nebenbei ein paar Streicheleinheiten von mir. Soll er ja auch bekommen, kriegt er ja sonst auch. Wir haben ja insgesamt 3 Katzen und die sind ganz süß. Die lieben wir. Ja, ihr Lieben. Gestern habe ich noch ein Foto gepostet. Da hat uns Pachamama, die Mutter Natur, reichlich beschenkt mit Pilzen. Das war eine wunderbare Pilzpfanne. Vielen Dank für die vielen Kommentare. Aber ich merke, einige von euch machen das genauso und sammeln gerade fleißig Pilze. Wir haben das so alle zwei Jahre gibt es richtig, in den geraden Jahren gibt es fette Ernte. Immer so. Letztes Jahr ging so und dann alle 2 Jahre. Dies Jahr ist wieder unglaublich, was es an Pilzen gibt. Und wir sagen jetzt gerade fast täglich Danke. Ja, will dabei noch mal kurz was am Rande sagen. Ich bin nicht der Pilzspezialist oder überhaupt Kräuterspezialist oder Pflanzenspezialist. Ich habe natürlich, wenn man so lebt wie wir, dann bekommt man viel mit. Ja, wenn man sein ganzes Leben oder wenn man so aufgewachsen hat, dann bekommt man viel mehr mit. Und also ich habe eine gewisse Grundkenntnis, aber die ist eher da rudimentär. Mein Schatz, die Martina, weiß viel, viel mehr. Ja, und dann sagt sie auch immer, und es gibt andere wieder, die noch viel, viel, viel mehr wissen. Also ich will mich hier nicht als Kräuterpapst oder so aufspielen, das wäre lächerlich. Ja. So, aber so ein paar Sachen kennen wir schon und die tun uns gut. Ja, die haben wir gefunden, die finden wir und dann leben wir halt auch mit diesen Pflanzen und Kräutern hier. Das ist, gerade habe ich hier, das ist so mein Lieblingstee, könnt ihr jetzt nicht sehen. Das ist ganz dunkel, das sieht aus wie Kaffee, das ist Chaga-Tee. Will ich jetzt keine Gesundheitstipps geben. Aber könnt ihr ja mal nachlesen. Vielleicht fühlt ihr ja da mal rein. Das ist auch was für euch. Also den haben wir hier gefunden vor ein paar Jahren. Ein ganz großer Pilz und den verköstigen wir. Gerade in der dunklen Jahreszeit. Und dann sind wir schon beim Thema dunkler Chaga-Tee und dunkle Jahreszeit. An ein paar Dingen kommen wir nicht vorbei. Die müssen wir in die Lösung bringen oder dauerhaft nachschauen, ob die in der Lösung bleiben. Und dazu gehört das Thema Ahnenarbeit. Ja, Ahnenarbeit. Ich hatte neulich wieder ein Gespräch mit jemandem. Ganz interessant. Familiär, soweit alles okay, sagte sie. Aber es gab da ein maximales Thema mit einem sehr, sehr dominanten Vater. Nochmal, das, was ich jetzt sage, ist nicht gegen Väter oder Mütter oder Eltern per se oder Ahnen, sondern es ist nur ein Beispiel. Jeder macht es so gut, wie er kann. Ja, das sage ich auch bei jeder Arbeit und das sage ich immer. Also die Thematik war sehr dominanter Vater. Klar, hatte der auch eine Kindheitsgeschichte und unterdrückt und ist dann in die Dominanz gegangen. Klassischer Werdegang, ja. Und es ging unter anderem darum, für diese Frau sich daraus zu befreien, ganz einfach, ja, indem sie selber eine Familie gründete oder wie auch immer, was sie da vorhatte. In dem Falle war es aber Familie gründen und der Vater haute da immer noch mal rein. Das erste Mal, wo ich mit dieser Frau Kontakt hatte als Klientin, war schon Jahre her, Jahre. Und dann hat sie mich, wie gesagt, noch mal angeschrieben. Und dann habe ich sie mal gefragt, dann, ja, wie sieht es denn aus mit der Vaterproblematik? Ja, dachte sie, der wäre jetzt alt und schwach und gab es Krankheitssachen, die aufgetreten sind und der wäre jetzt nicht mehr so, der hätte nicht mehr so die Möglichkeiten, das so zu sein wie und würde jetzt mehr zum Pflegefall werden und das Thema wäre jetzt hiermit geregelt für sie. Ja, also, ihr Lieben. Eine Sache aus all den Jahren an Erfahrung an der Front, auch an der eigenen Front. Bezüglich der Thematik Ahnen und Eltern
wenn sie denn ein Muster aufweisen, das euch in eurer freien Lebensentfaltung hemmen und vielleicht auch aktiv hemmen, wenn das vorkommt, gehen zwei Sachen nicht. A, zu sagen, naja, die sind ja so, die kann ich jetzt eh nicht mehr ändern und das weiter zu ertragen. Oder noch schlimmer vielleicht zu sagen, naja, ich warte jetzt so lange, bis die nicht mehr sind und dann bin ich endlich frei. Also das kann ich euch sagen. Beide Nummern funktionieren nicht. Okay, man könnte es auch anders sehen. Manchmal sind die Lehrmeister so gnadenlos, dass sie nicht aufhören, auf euch zu feuern, bis ihr die Lektion gelernt habt. Und das geht unter anderem, das gilt unter anderem für das Thema Ahneneltern. Ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendeine Art von Thema mit in den ersten 10 Jahren mit dem Thema Ahnen und Eltern hat. Von bis. Das, grundsätzlich. Aber eine Sache geht eben nicht, das auszusitzen. Das auszusitzen und sagen, ja, ist jetzt so, mache ich nicht und so, dann ist man nämlich immer noch weiter in dieser kindlichen Rolle und das steht euch nicht gut. Das steht den Menschenkindern nicht so gut, finde ich. Die Menschenkinder dürfen erwachsen werden, sowohl körperlich als auch im Geiste und dann auch im großen Bild psychisch, geistig, seelisch. Stell dich das mal so vor. Und dann, dann gibt es noch die, die sagen, ja, habe ich ja bearbeitet. Wann denn? Ja, da habe ich meine Familienaufstellung vor 6,5 Jahren gemacht. Nein, auch unzureichend. Sorry, muss ich sagen, auch unzureichend. Nicht, dass Familienstellung schlecht wäre, ganz egal. Wunderbar, wunderbar, wunderbare Nummer, um das mal so ein bisschen zu checken. War auch bei mir mehr oder weniger der Anfang damals. Wo ich dachte, oh krass, das sind aber hier ziemliche Felder, die hier wirken. Genau, und darum geht es, um diese Felder. Diese Felder sind, die sind schon richtig dirty. Die sind so richtig, wow, wenn man da mal so guckt. Und das ist ja dann nicht nur die Eltern, sondern das ist das Ganze drumherum. So, und die sind ja, die wabern ja so nach wie vor rum. Ja, das ist ungefähr so, wenn ich mal mit einem Astrologen spreche und der erzählt mir das, die Einflüsse von, ich bin jetzt da kein Kenner, aber so, das ist dann das und das ist der Einfluss von da. Also wenn wir von Planeten, die Lichtjahre vorweg sind, direkt beeinflusst werden, ja, so von der Energetik. Was meint ihr, wie das dann im direkteren Rahmen mit den Energien von denen ist, die uns geprägt haben, so richtig im Fleischlichen, im Irdischen? Das ist noch viel mehr. Ja, und dann zu sagen, ich habe das mal bearbeitet und das ist jetzt durch. Nee. Da kann ich nur sagen, regelmäßig immer wieder nachschauen, weil diese ganzen Felder, die sind nach wie vor existent. Diese Seelenenergien oder diese Subpersönlichkeiten, die Menschen waren in ihren Inkarnationen, die sind irgendwie ja noch da und die sind immer noch verbunden. Das heißt, wenn ich mal etwas gemacht habe, wabern die nach wie vor rum. Also man sollte immer wieder regelmäßig mal nachschauen, ist das noch okay oder brauche ich da wieder noch ein bisschen mehr Raum um mich herum, damit ich weiter meinen Raum halte. Also dieses, ich schaue mal nach den Ahnen, das habe ich gemacht, oder auch ganz, immer ganz der Klassiker. Ja, ich habe ihnen vergeben, meinen Eltern, und damit ist das jetzt gut. So einfach kommt ihr mir nicht vom Schiff, ja? Ja? Nein. Also, der Rat ist, schaut und schaut regelmäßig und schaut, weil wenn ihr euch verändert, sie sich verändern und alle sich verändern, kann es sein, dass sich die Felder nochmal neu ausrichten. Und es kann sein, dass es nicht immer so ist, dass alles frei bleibt. So. Okay, das waren meine Almgedanken. Also an der Arbeit kommen wir nicht vorbei. Die müssen wir alle machen, ja? Ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, ob blond, ob schwarz. Also, ihr Lieben, habt euch lieb, habt's fein. Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, da kann man das machen. Hier, ich blende es mal ein, da geht es nämlich um Ahnenarbeit und auch noch um Seelenanteile. In einer Woche am Sonntag um 19 Uhr, weil es gerade essentiell wichtig ist, gerade in dieser Jahreszeit, gerade bei dem, was gerade noch ansteht, für das Geschlecht der Menschenkinder. Habt's fein, auf bald. Ciao.